Wenn wir von Wurzeln reden, dann kommt der Herr Marcel Koller, den sehr viele Leute, sag ich jetzt einmal, die mit Fußball nicht so fachlich gestellt, sondern nur Fans sind, nicht anfangen können. Und dann fragen wir uns viele, was hat das jetzt alles für einen Sinn? Was hat das jetzt alles für einen, Sinn? Ah, das ist eine Balleroberung, die vielleicht zu einem Tor führen könnte von Jurosovic, der legt auf und da ist das! Da ist es, Martin! Hanne, ganz zu 0, Österreich, 11. Minute! Und das ist Ivan Schätz und das 3 zu 0, 73. Minute! Was hat das jetzt alles für einen Sinn? Und damit fällt das jetzt schon vom Ergebnis her zumindest sehr, sehr deutlich aus. Hanik auf Alaba, Alaba, jetzt schießt er! Alaba, er macht's! 2-2, David Alaba! Hält Österreich Chancen am Leben für die Weltmeisterschaft in Brasilien! Was hat das jetzt alles für einen Sinn? Was hat das jetzt alles für einen Sinn? Ich glaube nicht, dass es eine gute Entscheidung war. Ist das ein unglaublicher Typ? Ein 20-Jähriger auf diesem Weltklasse-Level. Bereit, Alaba steht auch noch dort. Eine Mauer bestehend aus 5 Herren. Jurosovic schießt es und der Ball ist im Tor! 150 Sekunden hat es gedauert und Österreich geht in Führung. Ja, der Pass genau! Und jetzt ist alles egal, was heute war! 89. Minute! Marko Arnautović! Zum Beispiel, wenn der Didi Küba ausgesucht worden wäre, hätte ich gesagt, und wenn der gesagt hätte, du pass auf, wir probieren das zusammen, für mich wäre das überhaupt kein Problem. Ich traue mir es zu.